Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 30. Mai. Ja, also Mai. Ich war anscheinend im falschen Monat gestern und vielleicht auch vorgestern. Naja, heute dabei Apple HomePod, Philips Hue, Snapkit, G Suite und die FCC. Beginnen tun wir mit Apple. Die haben heute bekannt gegeben, beziehungsweise gestern besser gesagt, dass der HomePod endlich nach Deutschland kommt, und zwar am 18. Juni. Bislang konnte man ihn hier ja nur über Umwege, beispielsweise aus Großbritannien, bekommen, aber ab 18. Juni kann man dann einfach in den Apple-Laden gehen und ihn sich dort kaufen, wenn er denn vorrätig ist. Gleichzeitig, oder nicht gleichzeitig, interessanterweise dafür und dann heute, eben nicht gleichzeitig, kommt schon iOS 11.4 heraus und das bringt AirPlay 2 mit. Das ist insofern interessant, da es natürlich HomePod relevant ist und unter anderem den HomePod endlich so Multiroom-fähig macht. Schöne Sache und gleichzeitig kommen dazu auch noch die Updates für Apple Watch und Apple TV heute. Nächstes Thema, Philips Hue. Die haben ein Update für ihre App rausgebracht, und zwar Version 3.0, die weitaus intuitiver sein sollte und sich auch flotter bedienen lässt. Diese war ja schon angekündigt vor ein paar Tagen und jetzt ist sie endlich verfügbar und ihr könnt sie aus dem App Store runterladen für Google, Android und für Apple iOS. Nächstes Thema, Snapchat. Die, das ist jetzt rausgekommen, arbeiten heimlich an einem Entwickler-Kit. Das soll Snapkit heißen und diverse Möglichkeiten für Entwickler bringen. Das ist auch mehr als überfällig. Und gerade ein Punkt finde ich ganz interessant, und zwar, das ist ein Snapchat-Login. Dort kann man sich analog wie beispielsweise auch mit Facebook oder Twitter bei anderen Diensten bzw. in einer anderen App beispielsweise einloggen, indem man seine Snapchat-Credentials benutzt. Das ist besonders interessant, auch gerade im Hinblick auf die Datenskandale in jüngster Zeit bei Facebook, denn Snapchat an sich sammelt ja eher weniger Daten über den Nutzer und so sind vielleicht Leute ja eher interessiert, diese Version zu benutzen, wenn sie sich eben kein neues Login einrichten möchten. Zusätzlich öffnet Snapchat dann auch ihre Kamera für andere Apps, sprich also die Kamera mit den ganzen AR-Content, den sie so mitbringt, dieser kann dann von anderen Apps-Entwicklern benutzt werden und die müssen das ja, Rad nicht neu erfinden. Schöne Sache und wie gesagt, das Ganze ist noch heimlich und in Bearbeitung und wann es rauskommt, wissen wir noch nicht, aber ich bleibe da natürlich dran. Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass Google jetzt anfängt, Nutzer der G Suite zu migrieren, und zwar von Hangouts zu Hangouts Meet. Das ist die Enterprise-Ready-Version von Hangouts und das dauert jetzt so knapp einen Monat, wo die Nutzer migriert werden. Man kann zwar als Admin auch ausopten, aber irgendwann ist Schicht im Schacht und zumindest ab der zweiten Hälfte 2018 soll Hangout Meets auch pari sein mit den normalen Hangouts, beispielsweise auch mit der Unterstützung für den Internet Explorer und den Safari. Letztes Thema für heute, die FCC, das ist ja die Federal Communications Commission hier in Amerika, die dafür sorgt, dass Geräte entsprechend zertifiziert sind. Die haben jetzt einen Brief an Amazon-CEO Jeff Bezos und an eBay-CEO Devin Wenning geschickt mit der Bitte, sich doch darum zu kümmern, dass auf deren Plattform, also Amazon und eBay, nicht so viele Fake-Pay-TV-Boxen verkauft werden. Das sind meistens kleine Mini-Rechner, auf denen Kodi läuft und über irgendwelche Apps werden dann die Möglichkeiten geboten, Pay-TV zu gucken, meistens natürlich auch illegalerweise, also ohne zu bezahlen. Gleichzeitig haben die Boxen oft sogar noch ein FCC-Logo, was natürlich dann auch komplett illegal ist, da die FCC die Dinger nie geprüft hat. Spannend mal zu sehen, wie sich das wirklich entwickelt, denn auch ich sehe, dass auch gerade auf den Plattformen immer noch ganz viele Fake-Artikel nicht nur Hardware unterwegs sind. Ähnlich sieht es auch bei Facebook auf deren Marktplatz aus. Wer sich interessiert dafür, der kann sich auch mal den Link zu TechCrunch ansehen, denn da ist zum Beispiel auch von Amazon ein Statement dazu
veröffentlicht in ja, Originalform. Ja, und das war's auch für heute. Ja, Bergfest, Mittwoch. Ich wünsche euch einen guten Mittwoch, egal ob Arbeit oder Schule, und hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.